Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt. Und zwar befinden wir uns hier, wie ihr schon sehen könnt, in Risen 1. Ja, lang ist es her, wirklich sehr lang. Ich habe Risen 1 schon ewig nicht mehr gespielt. Und ich habe ja gesagt, nach den drei Gothic-Teilen werde ich auf jeden Fall Risen zeigen. Das ist zwar jetzt schon eine ganze Weile her, weil ein Jahr fast auf meinem Kanal nichts kam. Aber ich dachte mir, jetzt muss ich mal damit anfangen. Ich habe da auch schon die ganze Zeit Bock drauf gehabt. Und das passt jetzt auch ein bisschen thematisch rein, denn Gothic gab es jetzt in Gothic 1 den Playable Teaser quasi, da die Entwickler eventuell einen Remake machen werden. Das waren aber in dem Fall nicht Piranha Bytes, die das versucht haben nachzubauen, sondern das spanische Entwicklerteam von THQ Nordic. Ich muss sagen, ich habe den Teaser gespielt. Ich muss sagen, es hat mir gar nicht gefallen, den ganzen Aufbau davon. Vieles ist halt sehr schwammig und hat überhaupt nichts mit Gothic 1 zu tun. Aber gut, es ist ja nur ein Playable-Teaser, von daher, es kann sich alles noch ändern. Die wollen ja, dass die Zuschauer und die Gothic-Fans daran mitarbeiten können und mitbestimmen können. Und deswegen kann man die Demo kostenlos spielen, wenn man auf Steam ein Spiel von der Reihe hat, beziehungsweise Elex, Gothic oder Risen, hat man kostenlos schon diesen Teaser in seiner Bibliothek drin, ne? Und kann das kostenlos testen. Geht ca. 2 Stunden, erfordert mittlerweile schon einen guten Rechner, muss ich sagen. Nicht mehr so wie früher halt mit Gothic 1 und Risen und so weiter. Aber naja, antesten lohnt sich. Ich war halt ein bisschen enttäuscht, aber gut, es ist halt wie gesagt ein Teaser, es kann sich noch alles ändern. Ich habe es bewertet, ich habe natürlich auch Änderungsvorschläge eingereicht. Wenn ihr es selber machen wollt, würde mich das natürlich sehr freuen und die Community würde es sowieso freuen. An alle Risen und Gothic-Fans da draußen, die Piranha Bytes große Werke quasi gerne nochmal neu sehen wollen. Ich hoffe natürlich, dass THQ Nordic dann auch mit Piranha Bytes zusammenarbeiten wird und dass die natürlich die Fachleute ins Boot holen. Aber gut, starten wir mal rein mit Risen, ein neues Spiel. Ja, ich möchte wirklich ein neues Spiel starten. Oh Gott, das ist so lange her. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. War auch problematisch, das zu installieren hier mit Steam und so. Das letzte Mal habe ich das damals gespielt noch auf CD. Ist schon eine ganze Ecke her. Jetzt habe ich das mit der Steam-Version gestartet. Und hat auch ein bisschen, wie gesagt, gebraucht, bis das dann mal lief. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. So begann unsere Reise. Neuer Quest, finde Überlebende des Schiffsbruch. Ja. Also der ein oder andere von euch, der jetzt hier so auf High-End-Grafik steht, der den Risen gar nicht sagt, der ist natürlich hier auch fehl am Platz.
Wer aber gutes Gameplay sehen will von einem sehr guten Spiel natürlich, nicht unbedingt von mir, der ist hier richtig. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich muss erstmal klarkommen hier mit der ganzen Steuerung und so weiter. Gucken uns hier erstmal in Ruhe ein bisschen am Strand rum, rum gefunden. Deswegen war ich gerade irritiert. Rum. Das speichert automatisch. Eine Muschel. Oh, da wird schon jemand gefressen. Ich gehe mal besser da doch lieber den, naja, mehr oder weniger regulären Weg. Kleiner Heiltrank. Angeschirmter. Da hat sie nur einen Fisch dabei. Das arme Schwein hat's nicht geschafft. Ertrunkener. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen gerade hier mit dem Sound gucken. Die Musik kann ich mal auf der Hälfte lassen. Und Effekte drehe ich auch mal auf die Hälfte. Denn wenn er redet, ist dieses Donnern, das ist so unheimlich laut. Und man versteht ihn gar nicht. Wurde das jetzt übernommen? Ja. Ich glaube, das ist schon was besser. Sarah. Sie atmet noch. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Nö, wir haben noch gar keine Waffe. Ja, wir suchen natürlich eine Waffe. Ich habe jetzt auch hier mal ein bisschen... Ah, Knüppel. Ich habe jetzt auch hier mal ein bisschen die Einstellung geändert, auch in OBS. Wir nehmen jetzt mit einer höheren Framerate auf, aber ich glaube, das sieht man jetzt bei dem Spiel eh nicht so. Ich will es jetzt hier mal testen, mal gucken, wie das insgesamt halt läuft. Ich hoffe doch gut. Dann können wir das nämlich zukünftig auf andere Spiele auch umsetzen. Stabiler Ast, Hiebwaffenschaden. Achso, habe ich schon. Parieren. Ich will natürlich mal schauen, ob ich da hinten das Vieh besiegen kann. Ah, so kann man noch... Kann ich nicht speichern? Wie war das hier nochmal? Musste man ein Bett finden oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Hungriger Seegeier, aber den kriegen wir down. Anfänger. Auch nochmal 10 Erfahrungspunkte extra. Stimmt, es gab ja hier Erfolge quasi. Das Spiel war in der Hinsicht damals... Oh! Seiner Zeit voraus. Oh Gott. Ich habe mich erschrocken. Ich habe den gar nicht gesehen. Parieren. Nein. Nochmal parieren. Und da kommt noch her. Ja. Das war nicht so geschickt. Da ist er down. So. Nehmen wir eine Hähnchenkeule mit hier. Kein Lebenszeichen. Muscheln. Ich versuche natürlich so weit es geht... hier alles mitzunehmen. Auch das Springen war ja sehr statisch damals. Es ist halt ein altes Spiel, ne? Also da könnt ihr jetzt nicht Vergleiche ziehen mit beispielsweise dem Teaser jetzt von 2019 von Gothic 1. Das ist natürlich was ganz anderes, klar. So, vielleicht mal eben schauen wegen Heilung. Ja, ich will jetzt eigentlich noch keinen Trank benutzen. Hier, komm. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Bringe Sarah in Sicherheit. Ja, will ich ja schon, aber ich will natürlich auch erkunden. Versuche die ganze Zeit mit dem Schiff zu sprinten, aber dabei sprinte ich ja quasi schon. Das ist ja schon mein Sprinten. Hab auch den Untertitel angemacht, beziehungsweise oben müsste der Untertitel mal eingeblendet sein für euch. Ist dann auf jeden Fall angenehmer. Goldmünze, die können wir von hier aus sogar looten mit dem 5-Meter-Arm.
So, Klingenschaden 12. Dann nehmen wir natürlich mal das Messer. Kriegen auch eine Fackel dazu. Okay. Sie ist sehr agil, die junge Frau. So, haben wir jetzt noch hier einen hungrigen Seegeier. Das Kämpfen ist natürlich auch sehr statisch, aber... Naja, wie halt auch aus den ersten Gothic-Teilen. War nicht das Schönste, aber ich find's angenehm. War gut, ich bin halt so aufgewachsen, sage ich mal, mit dieser Art von Spielmechanik, mit der Gothic-Reihe und halt auch mit Risen. Und da gibt es natürlich viele Kritiker, die jetzt sagen, oh, Risen war nicht so gut wie Gothic und bla und dies und das. Und also ich muss sagen, ich unterscheide da drastisch. Risen ist eine andere Spielereihe, sage ich mal, und Gothic ist eine andere Spielereihe. Sind dieselben Entwickler? Ja. Aber ich finde Risen gut, ich finde Gothic gut und Gothic, oh, ist natürlich... meine Lieblingsreihe, aber deswegen ist das jetzt hier nicht schlecht oder so. Also, das ist mein Empfinden. Aber jeder hat da so seine eigene Meinung zu. Ich mag beide, deswegen spiele ich auch jetzt die Risen-Reihe. Und, ja. Da kann man sich halt ewig drum streiten. Pass auf! Pass auf! Tja. Das war richtig gut. Naja, so gut war das jetzt nicht, aber es war okay. Ich hoffe, es stimmt auch soweit jetzt alles vom Sound her, vom Bild her, dass es da jetzt nicht so große Probleme gibt. Ich weiß, ich müsste natürlich den regulären Weg gehen, aber ich bin einer, das solltet ihr aber auch wissen, wenn ihr meine Gothic-Let's Plays geschaut habt. Ich nehme alles mit. Blümchensammler Nummer 1, das bin auf jeden Fall ich. Aber es geht sich auch darum, dass wir am Anfang natürlich auch alles brauchen. Das ist natürlich meine typische Ausrede. Und man muss auch dazu sagen, dass das Spiel sackschwer ist. Man kann nicht speichern, ne? Automatisches Speichern, ja. Ich glaube... dass wir jetzt hier sterben werden. Das schaffst du. Wie kann ich denn niemand anders anvisieren? Los! Das Komm. Schaffst du. Jetzt wird's aber knapp hier, mein Freund. Nein! Vom Gnom besiegt. Ja, das ist halt, wie gesagt, schwer. Ich bin auch ganz schnell wieder weg. Ja, automatische Speichern, Laden. Ich glaube, wir können erst an einem Bett speichern oder später. Das ist ja quasi noch sowas wie das Tutorial hier. Also es ist noch einfach, was wir hier gerade machen. Nur, damit ihr Bescheid wisst, die Leute, die noch nie Risen gespielt haben. Das hier ist noch der einfache Teil. Ich kann hier aber auch später nochmal hingehen. Das ist. Oder ich heile mich. Ich kann mal gucken. Ich will das natürlich schon gerne mitnehmen. Grünblatt. Komm, essen wir mal so ein Grünblatt. Dann noch ein Apfel. Dann sind wir jetzt schon mal besser gewappnet als gerade eben. Na komm. Hauen wir hier direkt den ersten. Diese Höhle ist dir nicht geheuer. Lass uns doch lieber in eine. Ja, schön, dass du das sagst, aber ich werde hier schon angegriffen. Das ist jetzt unnötig gewesen. Okay, wir gehen dann woanders lang, aber das mit der Videofrequenz war ja gerade sehr unnötig. Weil das hat mir jetzt quasi den Tod gekostet. Naja, egal. Komm, gehen wir woanders lang. Ich mache das jetzt später alleine, wenn wir sie nicht mehr dabei haben, denn wir werden sie nur eine Weile lang mit uns rumschleppen, sage ich mal. Und wir haben ja noch so, naja, ziemliche Low-Bob-Waffen. Da sieht man, selbst hier auf dem kleinen Stück habe ich schon manche Sachen übersehen.
gehen wir mal wieder zurück zur Hauptroute. Da ist ein Stachelschwein. Ja, junge Stachelratte. War ja im Vergleich gar kein Problem. Ich sehe da hinten aber einen Wolf. Ich glaube, das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja, das quasi nochmal so als Einstieg, dass man noch darauf achten soll, was einen alles so heilen kann. Jetzt kommt aber da ein böser Wolf. Ich weiß nicht, ob wir den packen. Hungriger Wolf. Pass auf! Okay, das war ja dann doch sehr easy. Ich dachte, ich muss mich vielleicht nochmal heilen. Schiffswache, die hat es auf jeden Fall bis hierhin geschafft und dann wurde der vom Wolf gefressen. So, da oben haben wir jetzt den Hauptweg. Ich gucke nochmal ganz kurz hier nach. Weil ich glaube, wir haben jetzt weitestgehend alles. Ja. Außer halt hinten die Goblin-Höhle, die muss ich dann ohne sie machen. Dann gehen wir mal ins Landesinnere. Hier haben wir noch ein Heilkraut. Schön, ich mag dieses Feeling. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Naja, Wölfe haben sich das auf jeden Fall hier nicht angemacht. Oh. Oder doch. Ja. Ja. Okay, das war aber auch kein Problem. Kriegen schon fleißig Erfahrungspunkte hier. Aber das ist ja noch alles das Vorgeplänkel. Ich glaube, das hier ist die Höhle. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Lass uns. Ja. Das muss ich dann auch ohne sie machen. Oder ich kann sein, dass da Erze drin waren. Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Da vorne ist nochmal eine Stachelratte. Er speichert automatisch. Was haben wir denn hier? Kann man da hoch? Nee, ist nur ein umgefallener Baum. Also klar, sonst spiele ich halt Spiele auch immer blind etc. Aber die Gothic 3, also die Gothic-Reihe mit den drei Spielen so rum, habe ich ja auch schon mal damals gespielt und habe es ja trotzdem let's played. Ich finde halt so Oldschool-Games gehören auch dazu. Und so lange, wie ich Risen nicht mehr gespielt habe, ist das ja schon fast so blind, kann man ja sagen. Klar, ich weiß natürlich vieles noch, aber sieh mal, nicht alles. Ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Untersuche das verlassene Haus. Hier hätten wir auf jeden Fall eine Feuerstelle. Levelaufstieg. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Einfache Truhe. Stuhl, wir schauen uns hier nochmal genauer um. Krog. Schlüssel. Hier kann man dann aus dem Wasserfass raustrinken. Gibt ein bisschen Leben dazu. Nur dauert diese Animation immer gefühlt 10 Stunden. So, ein letztes Mal, dann haben wir auf jeden Fall wieder unser Leben voll. Ich versuche das Ganze auch so in dem Dreh 20 bis 25 Minuten zu machen, dass wir auch ein bisschen was zeigen können. So, eine Pfanne, Milch, Wasser, Heiltrank und ein bisschen Gold. Was? Okay. Sarah. Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden.
Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Okay. Wir müssen also Frau bedienen. Machen wir erstmal einen Hering. Sieht richtig lecker aus. Ach, man kann direkt alle vier machen, das ist sehr schön, nicht so wie die meisten anderen Spielen, wo du dann jedes einzeln braten musst. Riecht schon mal nicht schlecht. Und fünfmal gebratenes Fleisch. Sieht richtig lecker aus. Sehr nice. Hier. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Hoffentlich. Kapitel 1, die verbotene Insel. Und wieso ist sie denn verboten? Wir sind doch hier gestrandet. Unfreiwillig, möchte ich mal erwähnen. So, oh Gott, wir sind ja Level gestiegen, ne? Aber Punkte, Lernpunkte haben wir zwar, aber so können wir hier nichts vergeben. Das müssen wir an bei einem Meister machen, der uns das beibringt. Schauen uns hier erstmal um. Eine Karte haben wir auch noch nicht. Was haben wir denn hier? Eine entlegene Feuerstelle. So, er setzt sich nur dahin. Ja, nee. Das wollen wir jetzt gerade nicht. Einfache Truhe. Eine Säge. Also natürlich auch Gold, Pilz und Mana-Trank, aber da hinten ist ein Wolf. Ich will jetzt hier quasi erstmal um die Schlucht herumschauen. So quasi direkt ums Haus, was wir denn hier so haben. Da war das Wasserfass. Hier haben wir Mr. Wolf. Ist natürlich grandios ausgewichen. So, was? Eine Beere? Und sonst haben wir da nichts, oder? Wow, seine Sprungkünste, da muss man ja echt aufpassen. Der springt ja 100 Meter geradeaus. Dieses statische Springen. Furchtbar. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken, gerade wie der gesprungen ist. Speichern kann ich so immer noch nicht. Speichert er denn, wenn ich geschlafen habe? Ich will mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. In-game. Ach so, okay. Ja gut, dann kann man wohl doch speichern. Ich dachte mir gerade, das kann doch nicht sein. Man konnte doch speichern. Sehr gut. Da würde es dann ins Innere der Insel gehen. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal nach, dass wir diese Höhlen da hinten noch säubern. Ich würde aber auch sagen, das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge in 2 Tagen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf auf die Risen-Reihe. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch ein Abo. Ich bedanke mich. Sagt bis dahin.